Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich sitze hier wieder mit dem lieben Tim Sonnenfeld und heute oder in diesem Video reden wir über die aktuellen Pulse-Chain-News, über den aktuellen Kryptomarkt und geben euch einfach mal so die Neuigkeiten von Richard Hart über die Pulse-Chain, über Hex, über PulseX, was auch immer mit, damit ihr auf dem aktuellsten Stand seid. Also von meiner Seite aus schon mal viel Spaß und jetzt übernimmt der Tim. Genau, seid gespannt. Wir haben spannende Themen mitgebracht. Abonniert den Kanal, liked das Video, aktiviert die Glocke. Denkt dran, Glocke ist das Abo. Und wir sehen uns gleich. Lieber Tim, hier sind wir auf x.com, dem alten Twitter. Twitter ist ja immer eine gute Möglichkeit, um sich zu updaten, um einfach Neuigkeiten zu bekommen. Richard Hart ist hier natürlich auch aktiv und genau darüber wollen wir heute auch einfach mal ein bisschen gehen. Hier sind meine gebookmarkten, also die Lesezeichen von mir und wir werden hier einfach mal gucken, was hier aktuell so der Stand ist. Ja. Toyota adaptiert letztendlich Ethereum und benutzt Blockchain-Technologien in ihren Fahrzeugen. Das ist natürlich auch richtig cool. Das sind allgemein so bullische Nachrichten, die jetzt gerade wieder aufkommen, was meiner Meinung nach einfach heißt, dass es auf jeden Fall in ferner Zukunft oder in naher Zukunft definitiv einen kleinen bullischen Run geben könnte. Wir sind aber nicht wegen Ethereum hier, sondern wir sind hier wegen der Pulse-Chain. Und hier sagt er es schon, also 10 Tage vor dem 24.07., also vor 11 Tagen, hatten wir das Bottom. Was ist denn da passiert? Um wie viel Prozent sind wir mittlerweile gestiegen? Das ist sehr interessant, genau. Also es Ja. ist, soweit ich weiß, um 30, 35, 40% gestiegen. Ich hatte es jetzt nicht ganz genau verfolgt. Auf jeden Fall ist in den letzten Tagen einiges passiert. Auch das, was du gerade angesprochen hast, diese bullischen News kommen mehr. Es gibt jetzt ein Spot-ETF für Ethereum, was natürlich gut für die Pulse-Chain ist. Auf jeden Sehr, Fall. sehr gut, genau. In mehreren Aspekten. Genau, was beobachtest du seit einigen Tagen? Also mir ist einfach aufgefallen, dass hier, das steht ja hier auch, ne, der Richard Rath hat immer gesagt, das ist das Wichtigste, die Weak Hands, also die weichen oder die, ja, die schwachen Hände rauszuspielen. Was heißt das übersetzt? Das heißt, dass wir die Leute, die schnell verkaufen, aus dem Projekt draußen haben wollen. Und das ist natürlich irgendwann mal passiert. Das merkt man, wenn das Volumen weniger wird, wenn weniger getradet wird und. Dann ist das irgendwann so, dass sich sozusagen dieser Trend nach unten irgendwann wieder verliert. Es bildet sich so eine Art Boden. Ja, und danach kann es dann wieder hochgehen, ohne halt eben diesen gesamten Ballast. Und das haben wir jetzt hoffentlich hier nach 14 Monaten endlich geschafft, dass wir all diese schwachen Hände aus diesen Projekten draußen haben. Das war ja das, was der Richard Hart wollte. Und können dann jetzt, sage ich mal, wenn dann der Bullrun kommt, die Projekte wirklich nach oben schießen lassen. Warum? Weil einfach nicht mehr so viele Leute dabei sind, die uns letztendlich auf dem Weg nach oben auch stoppen werden. Genau, sehr, sehr stark. Ja. Das in der Tat, mir fallen gerade unsere Anfangsvideos an oder die Videos vor einigen Monaten, wo wir immer wieder darauf hingewiesen haben, passt auf, jetzt gerade werden die schwachen Hände ausgespült. Es wird noch ein paar schlechte Nachrichten geben. Es wird dämonisiert, dass nichts läuft, sodass die keine Geduld haben, ausgespült werden. Jetzt, wie du schon sagst, auf dem Weg nach oben ist jetzt viel, viel weniger Widerstand, was natürlich cool ist. Und wir auch schon mal gesehen haben bei einem Richard Hart Projekt zum Beispiel. Bei Hex war es ja ähnlich, dass das Hex nach dem Launch verteufelt wurde, stark gesunken ist, keiner hat dran geglaubt. Jeder, der schnelles Geld machen wollte, ist rausgegangen und die gesagt haben, hey, das ist eine coole Sache. Ich investiere jetzt nicht, um morgen reich zu sein, sondern ich glaube einfach daran, die wurden dann auch mit einem Verzehntausendfachung teilweise belohnt. Teilweise sogar 20.000, 30.000, je nachdem, wie man es gestaked hat. Ist schon sehr spannend, wie der Markt und die Emotionen miteinander spielen, ne? Das ist der Wahnsinn, ja. Und also die Sache, die ja viele aktuell noch stört, ist ja eben auch die Klage, die SEC-Klage gegen die Projekte von Richard Hart. Genau. Und das, was
Ich denke mal, die meisten Zuschauer wissen es. Das, was aber ja wichtig ist zu wissen, ist, dass die Pulse Chain eine Kopie von Ethereum ist. Das heißt, wenn ein Ethereum Spot ETF hier letztendlich gestartet wurde, ist das natürlich das beste Anzeichen dann dadurch, oder ja, doch dadurch das beste Anzeichen dafür, dass auch die Pulse Chain keine Security ist. Und hier ist es jetzt interessant, denn die KTP schreibt selber auch, Richard Hart ist gerade dabei, einen Tweet-Storm, also einen Sturm mit Tweets zu machen über die SEC, wie useless sie ist, und macht halt einfach Spaß über die, ne? Und es sind immer noch Leute, die hier bearish sind, also die immer noch negativ darüber denken. Richard Hart und seine 11 Lawyer, also Anwälte, werden die SEC zerstören. Wir werden dieses Ding sowas von gewinnen. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo wir gerade sind. Ja. Mega spannendes Thema, absolut. Ich möchte gern ergänzen, Bullchain ist nicht nur eine Kopie, sondern eine verbesserte Kopie von Ethereum. Also Ja. es ist schneller, Stimmt. günstiger und hat dieselbe Programmiersprache, ist auf derselben Technik aufgebaut, hat eine andere Community, aber nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, das, was wesentlich ist, ist eine Kopie und jetzt wurde ein Spot-ETF von dem zugelassen, was der Ursprung ist. Also die Zeichen stehen jetzt, wenn man ein bisschen zwischen Zeilen lesen kann, gar nicht so schlecht, dass auch mal wieder die SEC nicht recht hat. Das wird er jetzt wahrscheinlich medial ein bisschen ausschlachten und er ist ja vorrangig nur auf X aktiv, obwohl es schon andere Zeiten gab, wo er YouTube-Streams gemacht hat, wo er sich anders gezeigt hat und so weiter. Also ich denke, das ist immer noch eine Ruhe vor dem Sturm oder ein Sturm vor dem eigentlichen Sturm, schätze ich ganz stark, da er lediglich über Texte mit der Außenwelt kommuniziert. Und so war es bei Hex, soweit ich weiß, auch, dass er dann, wo das Momentum wieder gekommen ist, angefangen hat, noch mehr in die Kerbe zu hauen, noch mehr seine Projekte zu promoten. Natürlich braucht er uns als Community. Jeder, der daran glaubt, soll natürlich ein gutes Wort verbreiten. Aber klar, jetzt muss es erstmal passieren, dass man zum Beispiel gegen die SEC gewinnt. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Und also was interessant ist, ist, dass Richard Hart hier oben ja tatsächlich über Ethereum spricht. Also Ethereum ist schneller, günstiger, sicherer. Es lässt dich in Stablecoins wechseln, ohne dass du das Risiko einer ne, Mittel oder also von einem Mittelmann Mittelsmann hast, ist, einer genau. Exchange. Ja, du kannst auf der Blockchain tauschen. Ui. Warte, das war. Du kannst auf der Blockchain tauschen. Wir scrollen mal wieder runter an den Genau. Spenden vorbei. Du kannst Leverage, also kannst Table Trading machen. Du kannst Versicherungen, Time Deposits und. Es ist dezentralisierter, du brauchst keine spezielle Mining-Hardware. Es ist besser für die Umwelt und mehr. Also er macht ja eigentlich nicht nur Werbung für Ethereum, sondern ja auch Werbung für die Pulse-Chain. Definitiv, weil Und es ist ja noch mal viel besser als Ethereum, ja, genau. yep. Und das ist halt eben so cool. Deswegen sind die Leute auch allgemein, glaube ich, aktuell bullischer. Die HVIID-Hex sagt aber eben auch, ne? Richard Hart ranting on X like never before, right after Ethereum EVS started. Trading can only mean two things. Ne? Der Fall von Hex Pulse Chain Pulse X wird also dismissed, wird zurückgewiesen, oder er wird gewinnen. Bereitet euch vor, Pulse wird das größte Comeback machen in der Kryptogeschichte. Ja? Das Auch der Martin vor 17 Stunden. Es ist fast Zeit. Ja? Hier, ich glaube, der größte Test für die Hexagons ist kein Price Drop, also kein Drop vom Preis, aber ne, die Zeiten der Langeweile. Stellt euch mal vor, an noch 12 bis 18 Monate zu halten, wenn nicht viel passiert und der Rest der Kryptowelt performt das aus. Also, ne, und der Rest der Welt, die Kryptos, die steigen einfach alle. Da meint er, das ist genau das, was wir gemacht haben 2020 und dann ist die Magie passiert. geil. Also, ne, von wegen, der Bitcoin steigt jetzt auf 100.000, die Pulse Chain hat sich nicht bewegt. Ethereum steigt auf 8.000 Dollar, die Pulse Chain hat sich nicht bewegt. Ja, und wir denken uns einfach nur an der Scheiße. Was ist dann passiert? Ein 76x
innerhalb von 30 Tagen bei Hex. Ja, und das nachdem Hex schon mehrere Millionen Prozent oder wahrscheinlich 700.000 Prozent gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Das ist krass. Ja. Und hier sehen wir es, vor 23 Stunden Richard Hart, vor 23 Stunden Richard Hart, Richard Hart, Richard Hart, Richard Hart. Er redet über Rodex, er redet darüber hier, SEC sues Rodex for Securities Fraud. Also er stichelt hier wirklich gegen die, selbst gegen Euros, ja, Ja. auch das, ne, die Zentralbanken und hier und bla und tralala. Also ganz, ganz viele verschiedene Geschichten. Man liest überall SEC should sue for Securities Fraud, SEC, ja, SEC, hier SEC. Also es geht immer über die SEC. Es geht ja auch natürlich um die Devaluation von dem Dollar. Ja. Also, dass der Dollar einfach viel, viel weniger wert geworden ist. Er schreibt, die Hauspreise haben ein 20x in 60 Jahren gemacht. Was eigentlich heißt, dass der Wert des Dollars 95% runtergegangen ist in 60 Jahren. Ja, Das ein ist krank. Dollar, mit einem Dollar kannst du dir jetzt 5% von dem Haus kaufen, was du damals kaufen konntest. Genau. Häuser sind ein bisschen besser als jetzt, also sind jetzt ein bisschen besser als dann, aber halt nicht viel mehr. Also eigentlich ist es nicht das Haus, was an Wert gewinnt, sondern einfach der Dollar, der an Wert verliert oder der Euro, der an Wert verliert. Und das ist halt interessant. Ist Dann super kommt Mt. interessant, Gox. genau. Und. Also wir sehen hier wirklich, ne, hier, was der Richard Hart hier alles, fuck you, Sailor, Ja, genau, Warner das of meinte ich Ethereum, vorhin, ja. EVFD, ja. Also das Ja. ist, schaut euch da mal, ne? Spannend. Seit 2002, seitdem der Euro eingeführt wurde, habe ich erst gestern gelesen, er hat seinen Wert sich um 40% gesenkt. Ja, 40% innerhalb von 22 Krass. Jahren. Das ist heftig, ja. Das ist echt krass. Weil du das Thema ansprichst oder angesprochen hast, das Thema SEC ist klar, er geht jetzt ganz stark davor vor. Erstmal habe ich ein Thema. Stell dir vor, du sitzt vor Gericht gegen eine Behörde und fängst dann an, genau so eine, ich sag mal, Marketingkampagne, Propagandamaschine aufzubauen. Das zeugt ja schon ein bisschen davon, dass er sich sehr sicher ist in dem, was er tut, weil wenn man sich in andere offene Verfahren reindenkt, wie Persönlichkeiten da reagieren, oft heißt es ja, es ist ein laufendes Verfahren, ich kann nichts dazu sagen und so weiter. Mein Anwalt hat mir gerade nichts zu sagen, aber er hat ja 11 Anwälte, wohl teilweise einige dieser Anwälte selbst bei der SEC hohe Tiere waren und dort gearbeitet haben und die genau wissen, was dort hinter den Kulissen passiert. Das ist spannend, was du gerade beschrieben hast. Und das Thema, warum könnte er denn Ethereum pushen? Ethereum ist ja nicht sein Projekt, das ist nicht seine Schaffung, seine Creation, sondern er baut auf dem Ethereum auf, klar, und hat damit vor Gericht einen guten Stand, indem er das als Referenz hinzuzieht. Aber es Ja. gibt ja noch einen anderen großen Grund, warum es für ihn interessant ist oder auch für uns als Community, warum er großes Interesse daran hat, dass Ethereum steigt. Hast du eine Also Idee? das ist aber ja auch zweischneidig wieder, beziehungsweise auch da hängt mehr hinter, als du dir gerade ausmalen kannst oder die Okay. anderen. Es ist Ja. einerseits natürlich, dass Richard Hart extremst viel Ethereum selber hält und auch mit den Sacrifice-Bags gekauft hat. Und das, was ist die Tor denn von der Pulse-Chain zur Außenwelt aktuell? Was ist die einzige Bridge, die wir kennen von Richard Hart? Das ist die Pulse-Chain-Bridge, Genau. die rüber nach Ethereum geht. Also eine Blockchain bekommt ihren Wert, wie die Pulse-Chain. Die Pulse-Chain bekommt ihren Wert über diese Bridge, weil wir Werte von Ethereum, wie zum Beispiel den Wrapped Bitcoin oder Ethereum oder Dollar, also UST, DAI oder was auch immer, oder HEX, rüberbridgen zur Pulse-Chain. So entstehen die Werte auf der Pulse-Chain. Und wenn Ethereum selber, also Ethereum, das, was der Pulse-Chain ihren Wert gibt, sich verzwanzigfachen sich die Werte auf der Pulse-Chain genauso, wenn nicht sogar noch krasser. Das ist das. Und dann kommt noch das da hinzu, dass wir dann nochmal einen Hebel haben, weil ja viele Leute wie wir auch zum Beispiel ja auch wahrscheinlich Ethereum haben und das Ethereum dann, was mehr geworden ist, zack in die Pulse-Chain tun können,
um am Ende nochmal Pullchain mehr zu kaufen, mehr zu haben. Genau. Was ich hier nochmal kurz zeigen wollte, war nur, und da müssen wir auch heute mal einen Cut machen, weil es gibt viele Informationen, wo wir nächste Woche auch nochmal drüber sprechen, genauer, dass Ethereum ist better than Bitcoin. Ja, hier ist es ganz, ganz einfach gezeigt. Das hier ist die Inflation, wie viel Supply, wie viel neuer Supply rauskommt. Bei Bitcoin sind wir aktuell bei 1,597%. Jetzt bei der Hälfte, glaube ich. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich glaube doch jetzt bei der Hälfte. Und bei Ethereum sind wir schon deflationär. Die Pullchain ist noch mal deflationärer als Ethereum. Also wären wir hier unten bei minus 0,19. In dem Sinne sieht man, dass Bitcoin eigentlich abverkauft wird, Ethereum langfristig immer weniger wird, was natürlich cool ist, denn hier haben wir einen negativen Supply Change und bei Ja. Bitcoin haben wir einen positiven Supply Change. Es kommen ja immer mehr Bitcoins und die Miner müssen Bitcoins verkaufen, um Gewinne zu erwirtschaften. Und das Ja. ist das, wo Stromrechnung zu das, zahlen, ja, Grafikkarten und genau, so weiter, ja, genau, richtig. Mitarbeiter, was auch immer. Also das sind ja keine Leute, die sagen, wir machen das hier, weil wir die Caritas sind, weil wir die Blockchain aufrechterhalten wollen. Das sind Leute, die wollen da Kohle mitverdienen. Und wenn Bitcoin-Miner aktuell ein neuer Bitcoin-Miner 2 Jahre lang braucht, bis er überhaupt profitabel ist, dann ist das eine Geschichte, wo man sich wirklich denken muss, natürlich müssen die verkaufen, um überhaupt ins Plus zu gehen. Natürlich müssen die verkaufen, wenn der Bitcoin ein neues All-Time-High macht oder was auch immer, um zu sagen, jetzt realisieren wir die Gewinne. Warum? Weil wir doch alle wissen, dass es eine Korrektur geben wird. Ja, Ja? ja. Meistens ist der Punkt oben viel, viel weniger, viel, viel kürzer als der Boden, der sich dann unten bildet. Also der Weg nach oben ist meistens viel kürzer als der Weg nach oben. Und das liegt dann halt zum Beispiel auch beim Bitcoin jetzt an diesen Leuten, die halt dann einfach Gewinne realisieren müssen. Was Genau. ich auch noch sagen wollte, wegen der SEC kurz, es gibt ein Buch von Jordan Belfort, der tatsächlich auch Einblicke und Geschichten bringt, wo man sehen kann, wie die SEC, wie die Wall Street und andere, die Nasdaq und andere Behörden oder was auch immer in Amerika da krumme Dinger drehen und machen. Und in dem Sinne ist das, was der Richard Harter gerade ja auch macht, was ja auch viele vergessen, ein Vorführprojekt, beziehungsweise das Ding, wenn das Ding durchgeht, dann sind alle Augen auf ihn im Kryptomarkt. Warum? Weil es ja auch jeden betrifft. Genau. Die haben ja selbst HEX angeklagt und HEX ist ein Token, ein ERC-20-Token. Wie viele ERC-20-Token gibt es? Das Also, ist das Wahnsinn. muss man sich Genau, vorstellen, richtig. ne? Ja, genau. Ja. Der kämpft da eigentlich nicht nur für seine Projekte, sondern der ist das Vorzeige, der Vorzeigefall letztendlich für den Kryptospace, für dezentrale Projekte. Denn er hat was Dezentrales geschaffen. Er hat HEX, was ja einfach nur auf Smart Contracts seit 2019 läuft. Er hat PulseX, was ja genauso wie Uniswap, wie PancakeSwap ist. Also er, so Ja. muss man das, glaube ich, sehen. Er spart den allen ja viel, 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 viel Arbeit. Nicht mal das, also PulseX jetzt, weil du das Beispiel genommen hast, das kannst du eigentlich nicht mit Uniswap vergleichen. Uniswap hat eine Foundation, da gibt es ein Gebäude, da sind Mitarbeiter drin und so weiter, aber PulseX oder HEX sind dezentrale Projekte. Es gibt keine Büroanschrift, es gibt keine Mitarbeiter, es gibt Ja. nichts. Es ist einfach ein Vertrag, Mathematik, der auf einer Blockchain läuft. Und Stimmt. dieses Recht verteidigt er für alle. Also das heißt, das ist ein Meilenstein im Wandel von Zentralität zu Dezentralität. Und das wird dieses Ja. Jahrhundert prägen, so ein Thema. Es wird immer alles dezentraler. Die Dinge kommunizieren direkt miteinander. Die brauchen keinen Mittelsmann mehr. Wenn Ja, natürlich die. dezentraler, nur damit das nochmal alle verstehen, heißt, dass ich mir die Informationen sozusagen, oder dass ich, einfaches Beispiel immer, ich möchte Geld zu Tim verschicken. Wenn ich das per Bankkonto mache, muss ich die Bank fragen, beziehungsweise ich schicke 20.000 Euro, da wird mich die Bank fragen, woher kommen die 20.000 Euro denn und warum möchten sie die zu Herr Sonnenfeld schicken? Ja, ne, worum geht's denn da und woher kommen überhaupt die finanziellen Mittel? Ja, auf der, das, also wir haben da eine Bank, die mich dran hindern würde, die zwischen mir und dem Tim steht, die hier so, ne, so, die uns hier aufhält, eine Wand. Bei der Genau. Blockchain ist das nicht mehr der Fall. Ich kann einfach sagen, ich schicke jetzt 20.000 zu Tim. Blub. Und ich habe es Egal, wo ich mich gemacht. aufhalte, egal, wo ich bin und so Ja. weiter. Also das genau dieser Weg über den Dritten, der geht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten geht der ist das nicht mehr zeitgemäß so zu agieren.
Und das wird sich zuerst in der Wirtschaft niederschlagen, wenn es losgeht. Kryptowährungen werden immer populärer. Ne? Sieht man ja. Es ist ein Anfang von einem Trend, der lange anhalten wird. Ja. Auf jeden Fall. BlackRock hat ja auch passend zum Ethereum ETF ein Video rausgebracht, wo sie nochmal die Vorteile von Ethereum und alles cool. andere betiteln. Ja. Schicke ich dir mal später. Sehr, sehr gerne. Und werde ich auch in die Community-Gruppe von uns mal teilen, wo ich auch nur den Zuschauern nochmal sagen kann, kommt auf jeden Fall in die Krypto-Neuland-Gruppe, denn aktuell sind die Kryptos ja dann doch noch Neuland für die meisten von uns, sowie für die Frau Merkel 2015 das Internet. Ja, es ist eine coole Geschichte, es gibt da immer einen coolen Austausch. Ich finde es ganz schön dort, wenn uns die Leute nicht passen, dann fliegen die auch raus, das ist auch normal so. Wir wollen da einfach eine ganz fröhliche, freundliche, offene Community haben, wo man Fragen stellen darf, wo man sich gegenseitig hilft, wo der Tim antwortet, wo ich antworte, wo andere Leute antworten, die Ahnung haben. Und ja, es soll einfach ein Austausch sein, wo man sich gegenseitig hilft und vor allen Dingen natürlich auch gute Projekte immer wieder von unserer Seite aus auch vorgestellt bekommt. Also meine Videos werden da reingepostet. Wir haben noch andere coole Leute, die immer mal wieder coole Informationen mit reinbringen. Und ich denke, es ist immer gut, wenn man einfach Leute hat, die man fragen kann, wenn mal was ist. Hm? Genau, richtig. Also in der Beschreibung findet ihr den Link dazu. Ja. Genau. Was wolltest du sagen? Da seid ihr gut aufgehoben. Also ja, es wird sich ordentlich verhelfen. Es ist eine tolle Community. Jemand, der sich mit dem Thema befassen möchte, kann gern beitreten. Und ist definitiv. Kostet auch nichts. Ja. Und wir sind mittlerweile über 427 Leute. Oh. Also es ist schon cool, wie das wächst. Ja. Und ich bin mir sicher, Ende des Jahres haben wir über 1000 Menschen. Dementsprechend finde ich das ganz cool, wenn sich auch Leute, die keine Ahnung haben, trauen, einfach mit reinzukommen. Leute, die viel Ahnung haben, trauen, mit reinzukommen, dass man halt einfach so einen guten Durchschnitt drin hat. So, jetzt beenden wir das Video aber. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vergesst auf jeden Fall nicht einen Like, ein Abo und natürlich einen Kommentar dazu lassen. Was glaubt ihr, wie wird sich Ethereum jetzt entwickeln? Wie wird sich's auf die Pulse-Chain auswirken? Und ist die Strategie, die der Richard Hart gerade fährt, hat das was damit zu tun, dass er den SEC-Fall gewinnen wird? Ja, bin ich mal gespannt, was ihr da so für Gedanken habt. Vielleicht gebt ihr uns ja ein paar Anstöße, wo wir dann im nächsten Video drüber sprechen werden. Genau. Und ansonsten danke dir, Tim. Danke euch fürs Zuschauen oder danke dir fürs Zuschauen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ne? Bis gleich. Bis gleich.